Der ist richtig groß. Meter. Warte. Alter, war das ein Biss. Hab ein. Oh, Digga. Der ist fett. Aber der. Alter. Der ist so fett. Alter, richtig fetter, ey. Soll ich cashern? Oh, Erlösung, ey. Alter, nach so viel Fehlwissen und Aussteigern. Guten Morgen, Freunde. Ich befinde mich an einem sehr schönen See in Brandenburg. Ich bin mit Erik heute los. Wir versuchen Hechte zu fangen. Wir erkunden den See, weil wir sind das erste Mal jetzt hier. Waren nur einmal vom Ufer hier und hatten ein paar Bisse. Schlauchboot ist gerade aufgebaut. Erik parkt gerade das Auto um und wünscht uns Glück. Schöner Hecht. Alter, du kranker Typ. Oh, hier auf dem engen Schlauchboot. Schöner Hecht, ey. Der hat 70 plus. Also gut, ich weiß, ich kann es gerade schlecht einschätzen, aber der ist ziemlich gut. Alter, nice. Ja, schönes Ding. Ich dachte, der wäre viel größer. Ja, der gewinnt auch sicherlich so ab. Jetzt schön den Haken ins Schlauchboot ran. Ja, das ist doch schön, dass er. So. Präsentier mal das Tier, ey. Erste Pike hier schon mal. Ey, richtig schönes Tier. Überlistet. Ding. Fettes Teil. Nice. Ja, dann. Entschneidert. Ciao. Ja, ist immer besser als die irgendwie auf den Boden zu werfen oder so. Einfach ins Wasser plopsen. Eher. Ja, ein bisschen hat er mich erwischt. Aber eher die ganzen Finger aufschneidet. Boom. Nice. Sehr nice. Weiter. Mann, ich will auch. Ja, hier wird noch einer gehen, safe. Echt schön, Leute. Fisch? Hast du einen Fisch? Schön nach oben. Nice. Wow. Alles gut, ich hab das. Ja, Alter, endlich mal wieder nicht. Also, ich filme. Ich kann leider nicht so gut Hechte landen. Ich hab Angst, dass er. Für dich landen? Ja, wäre nice. Jo. Oh, das tut Alter, so gut. Das ein Schniepel. Noch kleiner als mein, aber ja. Geil. Machen wir den Haken in die andere Richtung. Ja. Achso, warte. Oh, mach doch ganz entspannt. Der ist auch richtig auf Krawall. So, der erste. Ja. Der erste Pike von dir. Machen wir mal schnell rein, weil klein. Ciao. Danke fürs Landen, Mann. Gerne. Du, geil. Wir sind noch nicht lange hier und schon zwei Hechte, ne? Geil und nochmal geil. Danke, Patrick. Wirklich. Oh Gott. Okay. Ritsch. Ich hab da einer meiner liebsten Gummifische. Sehr nice. Ich sag dir, der Gummifisch, der holt jetzt auch noch einen raus. Oh, Digga, der ist fett reingeknallt. Digga. Und der nächste. Der ist ein der nächste Hecht, das geht klar, Alter, ist der, der raufgeknallt. Digga. Alter, ist er raufgeknallt. Ach, komm her. Ja, ja. Ey, der ist aber größer. Nee, ist er nicht. Die sind alle klein. Ach, komm her. Gleich mal einen Header hier, ey. Muss hier den. Schönes Ding, ey. Hier auf meinen. Gerade noch gesagt, erster Wurf, ne? Mein Lieblingsgummifisch von Oleg Fishing hier für so viel Hecht. Ach, komm her. Jetzt nicht zappeln.
Nicht auf Krawall machen. Die Kleinen haben immer richtig Bock. Ich lasse sie die ganze Zeit laufen, lass ruhig laufen, wir können ja danach laufen. Ab ein, schon wieder? Ab ein, ab ein. Oh, der ist ein bisschen besser. Ja, ja, der ja, ist besser, ja. Das habe ich gesehen. Der, oh, der ist geil. Es geht da wirklich Schlag auf Schlag. Ey, so einen geilen Rechtsangel hatte ich noch nie. Der, der ist auch besser, der hat 60 plus. Alter, nice, vielleicht ein neuer PB. Alter, der ist richtig fett. Ich habe noch nie so einen fetten Rechtsangel gefangen, glaube ich. Der hat 70. Nee, das wird, oh, der hat fast 80, Digga. Der ist schöner Pike. Jo. Alter, der hängt ganz knapp vorne. Ja klar, aber jetzt einmal hoch. Der hat noch so viel Power. So, jetzt, ich zieh ihn jetzt rein, ja. Was ist drin? Oh mein Gott, ist so fett. Der Kescher ist so fett. Nein, 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 nein. Ich hab den noch, ich krieg den noch, der geht nicht ab, warte. Halt mal die Kamera. Ja. Nein! Nein! Einfach nicht reingepasst. Ja, nächstes Mal größeren Kescher. Aber es war PB, deswegen wollte ich nicht handlanden. Ja, der war so, ich schätze so 77. Oh, 76, fuck. 77. Nein. Wäre sogar egal. Mein PB gewesen. Wir fangen auf jeden Fall heute noch einen größeren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ey, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Ey, Alter, aber hast du gesehen? Ja. Ah, Digga, der Kescher. Ey, wir müssen es. Wir brauchen einen größeren Kescher. Ja. Der ist zu klein. Der Drill war ja absolut geil. Ja, trotzdem, mal, den hätten wir gerne. Guck mal, wie die den zerstören. Oh Mann, das wäre schon geil gewesen. Den auf dem Foto. Ja. Hätte ich echt. Ah, sorry. Mann! Oh! Ey, was hier für Hechte drin sind. Ist ja geil. Der. Hast du gesehen? Biss. Ja, echt? Ja. Ey, es geht Schlag auf Schlag. Guck mal, da wo die kleine Bugwelle ist. Ja. Gerade ein Biss bekommen, weil es war ein ganz kleiner, glaube ich. Guck mal hier, abgezogen. Ja. Arschloch. Krass, ey. Und so viele Hechte. Deswegen meinte ich, dass wir erstmal gleich hier. Boah, ich hatte einen Live-Biss. Live-Biss auf Kamera. Ja. Digga, das macht Bock, Alter. So scheißegal, was du fischst, irgendwie gefühlt. Ja, aber jetzt hängt er. Ah, ab. Nein. Scheiße. Ab. Oh, fuck. Digga, der war gut. Der war nicht schlecht. Mann! Hängt nix. Ja, ja. Der nächste. Der schön. Alter, wie krumm die Route ist. Junge, ich mach schnell die Kamera. Alter, das ist reingeknallt. Digga. Mach das. Oh, doch, der ist gut, der ist gut. Schönes Ding. Schönes Ding, Patrick. Ja, geht so. Hier kommt er. Alter. Hier kommt er. 70er. Digga. Oh, Alter. Digga. Das ganze Boot zieht er mit. Alter, was ein Hecht. Das ist ein geiler See. Junge! Hast du den Kescher noch vorne? Ja, hab ich. Ich kesche ihn selber, alles gut, schaff ich. Der! Was ist denn hier los? Ey, ja, der ist nicht. Alter, was hat der für einen Schädel, ey? Boah, Digga. Ey, der sitzt sauber, der. Alter! Alter, der ist so fett. Der sitzt sicher, der sitzt sicher. Meinst du, ja? Ja, der sitzt vorne schön drin. Ich hoffe, ich krieg's. Alter, der ist klein. Jetzt sorry. Der ist drin. Alter, ich brauch einen großen Kescher. Nee, Petri. Digga. Let's go up. Digga, das ist ein Hecht. Es war jeder Wurf ein Hecht. Das ist fast jeden Wurf ein Hecht, Alter. Ey, wie ich gesagt habe, so 10, 11 Uhr ist Beißphase. Ja. Guck mal, der ist schön. Hier auch auf den Oleg Fishing. Machen wir mal den großen ab. So, hier. Köder ist raus. Sehr nice. So macht das Bock. Alter Schwede, Adrenalin. Zeig ihn nochmal, Alter. Das ist ein schönes Ding. Pur hier. Oh, der hat sogar schon. Oh, der hat eine Wampe. Der hat fast 80. Boah, ey. Oh, weil der hat sogar 80. Wir messen den mal gleich. Alter, Petri. Schöner Pikey. Schönes Ding. Krieg ihn kaum ganz rauf auf die Kamera hier. Sehr, sehr geil. Vor allem so eine Größen auf Frequenz macht Bock. Ja, Mann, Alter. So macht Bock. Okay. Das wäre hätte schon mein PB getoppt. Sehr geil, Alter. Nice. Der darf auch schnell wieder schwimmen. Okay. So, der erste 70 plus Hecht. Boah. Oh, geiler Fisch, Alter. Mega. Ach, Digga, es macht so einen Bock. Darauf hatte ich richtig Bock, ey. Faust auf. Das war nice. Let's go. Ich würde sagen, das Aufstehen hat sich gelohnt, wa? Und das ganze Pumpen. Kann man machen, ne? So ein paar schöne Hechte. Ausschwimmer. Und Jackal, weil den haben die gerade wieder reinbekommen. Hm. Das ist halt für deine Kombo auch nice. Aber, oh, Alter, was ein Biss. Der ist klein, aber... Digga, was eine Attacke. Ah, der ist ganz klein. Der ist klein, der hat so seine... seine 55 vielleicht. Na komm, Kleine. Alter, es läuft. Hier wie am Schnürchen.
Läuft richtig gut, Alter. Der nächste Hecht. Vierter, ne? Für mich Vierter. Für dich Vierter oder Fünfter? Ja. Vierter. Vierter. In einer Stunde vielleicht. Wir sind gerade mal ein bisschen mehr als eine Stunde hier. Nicht die Riesen, aber trotzdem. Ein guter ging ja schon. Ja, stimmt. Ein, zwei gute. Boah, der hat hier eine Plötze oder sowas im Alter. Oh. Das merkt man richtig. Der hat hier, guck mal, die Beule. Da der drin. Hat hier irgendeine Plötze oder irgendwas. So. Alter, schönes und Teil. Tschüssi. Bügele? Du kannst auch ruhig einen Schwere rennen, man wird auffangen. So, dann mache ich mal hier einfach den hier aus der Better Fishing Box, den Molix Twister ran. So. Vielleicht knallt mir da auch ein richtig dicker Oschi ran. Sieht schon eigentlich echt ganz gut aus, kann man sich nicht beschweren. Ich nichts gegen sagen. Jetzt ist der Wind perfekt. Ich hatte auf den sogar schon mal einen Bart. Auch im Sommer, aber ich glaube, da ist illegal zu angeln, da bin ich keine Angel gefahren. Ich habe mal mit einem Stand-up rausgefangen, glasklar, ähnlich wie hier die Größe. Oh, das waren so fette Brassen drin, aber die waren Feld aus Brassen, aber riesige Brassen. Hängt! Ja! Aber der ist nicht so groß, oder? Oder doch? Ich kann es nicht einschätzen. Ah, schlecht ist er nicht. Doch, gute Kopf. Oh, doch! Alter, auf den. Alter, mach deine Rute weg. Oh, Digga. Digga, der ist gut. Der, ja. Oh, doch. Der, Alter. Der ist fett. Alter, 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 Alter. Alter, Alter, Ritter. Alter, richtig fetter Hecht. Soll ich cashern? Ja, ich mach das schon. Alles gut. Okay, Digga, nicht, dass ich verkacke. Auf den. Oh, ja. Yo, yo. Nicht, dass er ans Boot springt. Alter, Digga, schöner Fisch. Schöner Fisch. Digga, und auf den Alter. Boah, Digga. Junge. Komm, Alter. Auf den Molix. Ist auch, dass er dir nicht die Route aus anreißt. Komm her, Bus. Halt die Route fest. Junge. Der hat ja richtig Power, der Fisch. Wo ist er? Da. Ja, komm her, großer. Alter, Alter. Kriegst du ihn rein? Der darf nicht abgehen. Mach ganz entspannt, der hängt, glaube ich, echt sicher. Jo. Was ein geiler Fisch. Das macht so eine Laune. Alter, jetzt habe ich dich. Sehr schön. Alter. Und natürlich. Petri, ey. Aus der Better Fishing Box mit dem Molix-Köder hier. Och, geil, Alter. Passender Jig-Kopf. Ich habe nochmal einen Stinger dazu gehangen, weil der mir ein bisschen zu kurz war, der Kopf. Aber sieht man, klappt perfekt. Nice. So, ich mache den mal schnell ab hier. Vor allem, du meinst noch, auf diesem fetten Twister geht das bestimmt gleich ein fetter Hecht. Ja. Ich meinte, dass auf so einem Twister tendiere ich eher größere Fische. Komm, mach mal auf. Alter, fettes Teil. Aber hier, warte, ich mach die Rute weg. Boah, Alter, das ist ein schwerer Hecht. Richtig fett. Alter, sehr nice. Dickes Petri. Alter. Schönes Alter. Ding. Diesen Fisch an. Komm. Oh, schöner Fisch. Machst du richtig gut. Danke. 3 PS. Wir brettern hier schon zum bestimmt 20. Mal über den See. Ja. Ich muss sagen, es ist anstrengend. Wir haben gerade noch so Zeck-Team-Angler getroffen. Die meinten, dass da hinten läuft. Naja. Ja, Fanboys.
Geil. Was hast denn du da gefangen? Fetten Hecht. Der hat aber ins Wasser geschissen. Alter. Was ein Mensch. Guck mal, was für eine Wolke du hier hinterlässt. Eieieiei. Ich denke, wir haben noch ein bisschen die Spitze da, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Bucht jetzt hier ein bisschen abfischen, ne? Wie wir es gesagt haben, von der Spitze aus. Und dann gehen wir nochmal direkt da hinten hin. Ja, genau. Ja, und dann probieren wir es nochmal hier. Hey, der ist richtig groß. Meter. Warte. Alter, war das ein Biss. Alter, war das ein Biss. Nee, nicht mal ein Meter, aber Alter. Alter, der ist reingeknallt wie ein... Digga, jetzt dachte ich, der hat einen Meter. So wie der raufgeknallt ist, kannst du mir glauben, ich dachte, der hat einen Meter. Alter Schwede. Hey, der Köder hängt in der Kamera. Kannst du mir glauben, so wie der gerade raufgeknallt ist? Alter Schwede. Alter, was ist bei dem los? Schön mal. Hab ich den Kescher? Ja, ich hab den Kescher. Ja, hier sind einfach echt. Alter, das ist, ich glaube, das war der stärkste Einschlag, den ich in meinem Leben hatte. Schöner knapp 70er Lesser. Schöner Pike, Alter. Köder gelöst. Alter, schönes Ding. Ja, ist jetzt nicht riesig, aber 70 hat er. Knappe 70. Ja. Mega. So. Sieben. Alter, richtig nice. Siebter Fisch. Jetzt noch ein Fisch und dann sind wir zweistellig. Vor allem nach so einer langen Flaute, ey. Ja, das war jetzt echt eine lange Flaute. Direkt wieder zum gleichen Spot und hier geht's ab. Krass war. Nice. Weiter geht's. Genau. Dann mach ich. Aber wenn wir ein bisschen weiter da rechts sind. Oh, auf GoPro. Digga. Von Fischi oder was? Ja. Der war mal klein. Hat mich richtig erschrocken, der kleine Pisser. Warte. Alter Schwede, der hat richtig auf den Schwanz drauf gehackt. Voll unerwartet. Mich aber fast hingelegt. Nein, war das ein Biss? Anfasser? Vielleicht. Kann gut sein. Hab einen. Hast du einen? Hab einen. Sehr schön. Oh, schöner, oder? Der geht. Oh, warte. Schöner Pikey. Ja, der wird. Ich hab den gesehen, 60 hat er. Locker. Nein, ist ab. Scheiße. Ich hab wirklich nicht doll gedreht. Das ist es ja, du musst echt doll drin, Digga. Nee, aber der hat sich so eingedreht. Ah, Schmutz. Mann! Deine Emotionen jetzt? Ja, aber es ist kacke. Am Boden. Oh Mann. Nach 5 Stunden war endlich wieder ein Fisch dran. Ach Scheiße, Mann. Vor allem, der kam dreimal, der kam bam, bam, bam und dann hing er. Ja. Also, jetzt ist vielleicht Beißphase auf einmal wieder. Ja. Ein bisschen. Ey, lass zurück in die Bucht. Hier auf dem Rückweg könnte ich mir noch einen Hecht vorstellen. Ja, oh, ich sag's noch. Digga. Fantastisch. Ja. Hier auf dem Rückweg kann ich mir noch einen vorstellen. Bam. Alter. Alter, das ist ein Biss. Ich bin fast aufs Maul gefallen, Digga. So, der nächste kleine. Schon wieder auf diesen Twister. Schöner kleiner Pikey. So. Kleiner Pikey. Die Bisse sind geil, ob groß oder klein. Die Bisse sind auf jeden Fall geil. Die knallen richtig rein. Ja. Auch wenn es jetzt nicht die Riesen sind. Macht schon echt Spaß. Ciao. Ey, schönes Ding. Sehr schön. Kescher. Ich kann auch keschern, warte. Ja, ist klein.
Ist klein, guck mal, ein ganz kleiner. Der geht. Nicht schütteln, nicht schütteln, ich will ein Hecht. Den darfst du. Yes! Oh, Erlösung, ey. Alter, nach so viel Fehlwissen und Aussteigern. No. Hier rein, wa? Ja, genau. Hier rein und jetzt festhalten, genau. Bist du ganz aus mit dem Finger? Ja, perfekt. Genau so. Yes! Yes! Endlich hier, komm! Endlich! Ey. Nach so viel Fehlwissen, das ist ja, echt das ist eine Erleichterung, krass. Ey. Nice. Freut auch wenn er nur klein war, aber die Drille machen trotzdem Bock. Oder Drills, hier an der Route. Genau. Echt nice. 10x50. Ja. Aber ich 500. So einen See, da müssen wir auch mal mit. Hey, nächster! Aber der ist ganz klein. Ah, ab. Da war schon der nächste. Alter. Wir fangen noch welche, du. Ein paar holen wir noch. Ich weiß nicht, ob der überhaupt hing. Vielleicht hat er sich nur im Gummi festgehalten. Hab eins. Jo, nice. Ist auch ein kleiner, oder? Ja, kleiner. Und er schwimmt auch nicht zu. Er lässt sich einfach ran vorwärts. Aber hey. Kann man schon liften. Aber hey. Schönes Ding. Ja, okay, doch, der ist wirklich echt klein. Ist sehr klein. Kann ich gleich mal meine Landeskills anwenden? Kannst den einfach im Vorfach hochheben. Jetzt echt? Ja, wirklich. Oder mach den einfach in den Kescher, wie auch immer. So, jetzt. Vom Köder gelöst. Ja, schönes Ding. Einen kleinen Spritzer reinmachen, ne? Ja, ja. Das war wieder schön. Schöner Fisch. Auch wenn es nur ein kleiner ist. Sehr schön. Holst mich jetzt ein? Ey, ich kümmere mich heute um den Kindergarten hier. 9:4. Ja. Aber 10 erst nice. Ab 80. 10 erst ab 80, so sieht's aus. Naja. Aber es macht Bock hier. Schön immer so ein bisschen ein Schilf ranwerfen, ein kleiner Jerkbait. Bisschen auf Frequenz. Ist nice. Genau. So, also es läuft auf jeden Fall nicht schlecht. 13 Hechte kamen auf jeden Fall heute raus, also man kann sich nicht beschweren. Pff, ja. Ist schon sehr nice, also. Bock. Hätte nicht gedacht, dass es noch so eine Gewässer gibt hier irgendwie. Aber er meinte, ja, wäre schon schön, wenn wir ein, zwei Hechte fangen. Und wir waren hier schon mal vom Ufer, da habe ich 2-3 Hechte verloren. Und da habe ich ihm gesagt, ey, wir gehen hier unbedingt nochmal mit Schlauchboot auf den See rauf und erkunden den komplett. Mal da reinrudern? Ja, einmal noch. Mach's richtig gut. Werd ja auch gut bezahlt. Ja, hab ich's. Ich weiß, dass du. Alter, ein neuer PB für Patrick. Der ist so groß wie der Köder. Hier auf den Köder. Ist der Kleine gegangen. Ah, hier. Ich werde ihn gar nicht vorhalten, weil. Da muss man sich schämen. Jo, let's go. Alter, jetzt so ein Fisch. Hab ein. Nein, der Baum. Das war eine Scheiße. Sehr, sehr schlau. Wir haben gerade gesagt, dass da hinten ein Baum ist, den wir schon letztens vom UV aus gesehen haben. Ja. Und du wirfst genau da rein. Ich will jetzt durch die Drillinge rauf aufbiegen. Ja, komm, zieh das Schlauchboot ran. Zum Glück wiegen wir nicht so viel. Ja. Gleitet schön. Na, löse mal. Köderrettung hier. Das hast du gut gelernt. Weg ist er. Ist ja Volksköder. Hab einen. Letzter.
Komm. Was ist denn das für eine Flöte auf Schwimmbait? Ja, dreistellig. Ich hab den 10. heute. Brauchst du jetzt noch eine Kamera? Nein. Das geht schon. Den mache ich nochmal ganz schnell ab hier. So, und ich bin jetzt endlich fertig mit dem Angeln. Nein, wir mussten jetzt leider im Dunkeln abbauen, beziehungsweise müssen noch abbauen, sind jetzt mehr oder weniger fertig. Wir haben noch ein paar geile Bisse bekommen. Dann hatte ich auf Sicht noch einen richtig schönen, ja, so 80er Hecht hinterher, hat einmal aufgebissen und ist nicht hängen geblieben und dann konnten wir noch nicht aufhören. Auch wenn wir uns eigentlich vorgenommen haben, noch im Hellen abzubauen. Aber so ist das, dann machen wir das einfach mit den Lichtern vom Auto. Und dann passt das auch. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Hier verlinke ich euch nochmal seinen Insta, meins auch. Vielen Zack. Dank. Ja. Und man sieht sich im nächsten Video. Bis dann. Ciao.